kommen zu den Sportjungs aus dem Berner Oberland. Das Team von DHB Rot-Weiss-Thun hat sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für den ERF Challenge Cup qualifiziert. Gegen Ferrara haben sie das Heimspiel deutlich gewinnen und auch das Auswärtsspiel in Italien ist gewonnen worden. Anina Maria Salzgeber hat die Gelegenheit genutzt und hat einige Stimmen live vor Ort in Ferrara für sie eingefangen. Wir sind hier live vor Ort in Ferrara. Ich habe Thea bei mir. Thea, gratuliere zum Sieg. Merci. Weil wir souverän gemeistert. Jetzt, wo möchtest du als nächstes am liebsten landen? Die nächste Destination? Ich möchte gerne nach Slowenien. Zu dir nach Hause. Ja. Sehr schön. Dann schauen wir mal, was los bringt. Ja, merci. Tschüss. 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 Fabiola, gratuliere auch dir. Du bist das erste Mal dabei gewesen. Wie war das für dich so? Europa Cup in Italien? Es war sehr schön und eine gute Erfahrung. Und ich hoffe, dass da noch mehr im Spiel und Siege werden folgen. Das hoffe ich doch auch. Jetzt, du hast es angedeutet, nächstes Spiel im Europa Cup. Wo könntest du dir vorstellen, wo würdest du am liebsten hingehen und spielen? Also, was mir auf jeden Fall gefallen wäre, zum Beispiel Hawaii. Hawaii, ja. Hawaii ist aus meiner Sicht nicht in Europa. Das heisst, Hawaii wird nicht ein Teil von uns sein. Du müsstest also jemanden aus Europa wählen. Man merkt, du bist da noch Neuling, macht nichts. Wo möchtest du in Europa spielen? Aha, ja, gut, dann würde ich entweder zu Australien tendieren. Ja, Australien, Europa, ist auch nicht in Europa, liebe Fabiola. Jetzt sag mal, bei wem hast du eigentlich Geografieunterricht genossen? Ja, beim Peter Bachmann habe ich Geog. Also eher am Fenster gesessen in dem Fall. Gut, danke vielmals. Es geht so weiter. Wo möchtest du hin? Gerne in Frankreich. Sie merken, der bessere Geografieunterricht genossen hat Kira zum Stein. Auf das brauchen wir euren Stutz. Hero Turtles, jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein